Sehr vorbildlich, Frau Engel. Perfekte Vorstellung. Den Prosecco ziehe ich Ihnen vom Lohn ab. Wenn Sie meinen. Und noch eins. Niemals, niemals setzen Sie sich als Küchenhilfe zu den Gästen an den Tisch. Und diese Salzattacken unterlassen Sie auch in Zukunft. Ja, ich war halt sauer. Frau Sonnenbichler hat mich ungerechtfertigt runtergemacht vor versammelter Mannschaft. Was für Ihre Gründe dafür haben? Ja, ein dämlicher Schalenrest auf einer blöden Karotte. Das können wir uns hier nicht leisten. Und wenn das nicht in Ihren Kopf hineingeht, kann ich Sie auch rausschmeißen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ach, und was ist mit dem guten Eindruck, den Sie auf Ihren Liebsten hinterlassen wollten? Ja, ich habe mich ja bemüht, aber Küchenhilfe, das liegt mir nun mal nicht. Das muss Ihnen auch nicht liegen. Sie sollen nur Ihre Arbeit machen. Ich wüsste da jemanden, der das eigentlich viel besser könnte als ich. Ach so. Ja, die junge Frau, mit der ich mich eben so nett im Restaurant unterhalten habe. Sie ist zufällig Köchin und träumt davon, mal in so einer renommierten Sterneküche zu arbeiten. Und Sie denken, dass Sie kompetent genug sind, um das zu beurteilen? Nein, 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 das müssen natürlich Sie entscheiden, aber ich war einfach so gerührt, wie begeistert sie war. Also wenn die genauso gut ist wie Sie, dann kann ich dankend verzichten. Aber Sie können sie doch mal kennenlernen. Geben Sie dem Mädel eine Chance. Strobel, es tut mir aufrichtig leid. Selbstverständlich hätte mir niemals die Hand ausrutschen dürfen. Ihre Reaktion war schon heftig. Nur wegen eines umgeschütteten Saftglases. Es wäre einfacher für mich, wenn ich wüsste, warum Sie so reagiert haben. Glauben Sie mir, für mich wäre es auch einfacher. Sind Sie überarbeitet? Fühlen Sie sich gestresst? Ich wünsche, es wäre so. Im Hotel läuft alles bestens. Haben Sie privaten Kummer? Nein. Meine Frau und ich, wir führen eine sehr harmonische Ehe. Ich habe das Gefühl, ich bin mir selber fremd geworden. Am schlimmsten sind diese Gedächtnislücken. Sie müssen mir glauben, Frau Strobel, ich konnte mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich dieses Saftglas umgestoßen habe. Ich glaube Ihnen ja. Wissen Sie, Herr Saalfeld, ich habe sowas schon einmal erlebt. Ach ja? Ja, mit meiner Mutter. Was hatte Ihre Mutter? Sie war depressiv. Und dagegen musste sie starke Medikamente nehmen. Dadurch hat sie auch manchmal solche Aussetzer bekommen. Ich nehme keine Medikamente. Wieder etwas gegen Kopfschmerzen, aber sonst nichts. Wirklich nicht? Das müsste ich doch wissen. Ich weiß es nicht, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Herr Verschobel, ich nehme keine Medikamente, ganz sicher. Danke, Felix. Ich danke dir auch, dass du dir Zeit für mich nimmst. Obwohl unser Verhältnis in letzter Zeit ein bisschen belastet war. Charlotte, es sind deine Fürstenhofanteile. Du kannst damit machen, was du willst. Tja, ich habe mir eben Sorgen gemacht, weil du dich so verändert hast. Weißt du was? Lassen wir das einfach. Einverstanden. Das ist jetzt sowieso zweitrangig. Emma hat mir erzählt, dass Werner sie geohrfeigt hat. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich auch nicht. Vor allem darf sich das nicht wiederholen. Werner und ich hatten in der Vergangenheit einige Probleme miteinander. Und eigentlich dachte ich, dass ich nicht mehr so viel für ihn empfinde. Aber jetzt, wo es ihm so schlecht geht, das geht mir schon ganz schön nahe. Ja, dann sind wir schon zwei, die sich um ihn Sorgen machen. Er wirkte so verzweifelt, fast schon hilflos, nachdem er Frau Strobel geschlagen hatte. Wenn ich nur wüsste, was man tun kann. Ich habe zwar erreicht, dass er morgen zum Arzt geht, aber... Mach dir keine Sorgen. Ich bin mir sicher, uns fällt was ein. Du musst ihn anzeigen, das ist doch wohl klar. Ben, die Ärzte müssen jetzt erst einmal rausfinden, was mit ihm nicht stimmt. Vielleicht ist er ja krank. Trotzdem, er kann nicht einfach so ausrasten. Hey, es ist nichts weiter passiert, okay? Er hat dich geschlagen.
Wenn ich mir vorstelle, dass er mit meiner Mutter allein zu Hause ist, er könnte ja auch was antun. Hat sie dir irgendwann mal was davon erzählt? Hat sie gesagt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, dass er sich merkwürdig verhält? Nein, nichts. Aber warum hat sie dann ein Medikament für ihn nachbestellt? Was für ein Medikament? Ich habe heute Nachmittag, als ich auf der Terrasse die Kissen eingesammelt habe, ein Telefonat von ihr mitbekommen. Und da hat sie ein Medikament für ihn nachbestellt. Bestimmt irgendwas Pflanzliches. Zur Stärkung oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Sie war auch ganz komisch. Wer? Deine Mutter. Sie war ganz anders als sonst. Irgendwie, naja, fast schon sarkastisch. Ja, vielleicht war der Apotheker unfreundlich zu ihr. Oder sie hat sich einfach nur Sorgen gemacht um Werner und war deswegen ungeduldig. Was machen wir denn, wenn der Neurologe morgen nichts feststellen kann? Ist es wirklich nur das, was dich beunruhigt? Du kennst mich zu gut. Ich habe Angst, dass Werner unheilbar krank ist. Das ist doch gar nicht gesagt. Ich habe Werner mal geliebt. Wir waren so lange verheiratet. Der starke Werner, der Macher. Der Mann der Tat. Aber wenn ich ihn jetzt so sehe, so hilflos und schwach. Es ist grausam, aber vor allem für ihn. Es tut einfach weh. Dass er Stammgäste oder alte Bekannte wie die Steinpichels nicht mehr erkennt und vor den Kopf stößt. Vielleicht ist das erst der Anfang. Naja, zum Glück kennst du die beiden gut genug. Aber ich kann nicht jedem Gast hinterherlaufen und die Wogen glätten. Nein, das kennst du natürlich nicht. Was willst du damit sagen? Dass sich Werner aus der Geschäftsführung zurückziehen sollte? Wenn sich sein Zustand nicht bessert, wäre es das Beste. Gar nicht gesagt. Lass uns doch erst mal abwarten, was er wirklich hat. Stimmt. Vielleicht ist ja alles völlig harmlos und Werner ist bald wieder ganz der Alte. Aber bis das der Fall ist, sollten wir ihn im Auge behalten. Ja, vor allem, wenn es um wichtige Entscheidungen bezüglich des Hotels geht. Auch im Umgang mit Personal und Gästen. Aber ich hätte natürlich auch noch was anderes zu tun, als den Babysitter für ihn zu spielen. Babysitter für wen? Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass immer mehr Gäste ihre Haustiere mitbringen. Max, was gibt's denn noch so spät? Sie haben Besuch? Hm. So schnell sieht man sich wieder. Schön. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Na, im Gegenteil, darf ich? Klar. Wollen Sie meine Einladung zum Abendessen doch annehmen? Naja, das wäre dann wohl eher ein Mitternachtssnack. Die Küche hat zwar schon geschlossen, aber ich könnte schnell noch was Kleines zaubern. Nein, keine Umstände. Ich habe mir vorhin schon eine Riesenportion Blinis gegönnt. Oh, Blinis. Da kann ich auch nicht widerstehen. Mhm. Ja, und jetzt suche ich jemanden, der mit mir Sterne gucken geht. Heute? Ich habe gehört, es regnet. Na und? Nehmen wir halt einen Schirm. Und die Sterne? Die sind trotzdem da, auch wenn man sie nicht sieht. Naja, Sie müssen das natürlich nicht machen, wenn Sie keine Lust haben. Sorry, dass ich einfach so reingepasst bin. Nein. Warten Sie einen Moment. Ich hole einen großen Schirm und eine schöne Flasche Wein. Gut. Ich hätte aber lieber Bier. Kein Problem. Nicht weggehen. Ich hab's dir neulich schon gesagt, irgendwas stimmt nicht mit dem Senior. Ja, aber dass die Emma überhaupt nicht mit der Sprache rausrücken wollte, warum er bei uns war. Ja, eben. Normalerweise vertraut sie dir doch immer alles an. Naja, alles nur auch wieder nicht. Aber irgendwas muss da vorgefallen sein. Ja, aber nichts Dienstliches. Eine Beschwerde über ihre Arbeit, das hätte ich doch mitbekommen. Was suchst du denn? Meine Bürste. Da ist sie. Meine.
Eben, aber das macht mich ja so stutzig. Ja, die Emma ist eine unserer zuverlässigsten Kräfte. Na eben. Und wenn die sich hätte was zu Schulden kommen lassen, dann wäre sie ins Büro zitiert worden. Stattdessen kommt er zu ihr. Weißt du, das ist so merkwürdig, dass er zu uns nach Hause kommt, um unter vier Augen mit dem Zimmermädchen zu sprechen, mit einer kleinen Angestellten. Also wenn du mich fragst, hat er was verbockt. Und zwar was ganz Schlimmes. Du meinst, es war so eine Art Gang nach Canossa? Tja. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das so sagen soll. Ach, er ist einfach anders als sonst.